So, hallihallo, ne? Neuer Part, neues Glück, wieder mal in Skyrim. Gehen wir jetzt erstmal zu unserer Tante in... Wartet, ich kenne euch doch. Gehen wir jetzt erstmal zurück in die alte, gute Flusswald-Taverne. Ihr seid neu hier, also nein, das ist nett, aber mittlerweile müsstest du mich kennen, mein kleiner Freund. Nachdem ich hier 40, 50 Stunden schon mein Unwesen getrieben habe, sollte man mich doch mittlerweile mal kennen. So. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Na, wo ist dein Zimmer? Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, überhaupt damit auftragt, ja, ich bin mir sicher, sie suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Ja, Mist, deine Gestik zeigt dir hier richtig deine, drückt richtig die Freude aus. Was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Ja, so ist das ja häufig mit Leuten, die letztendlich in die Legende eingehen. Naja. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Welche Ironie, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Ja. Sie, also jetzt die Talmor, scheinen ihnen Hüften zu vermuten. Oh, schön. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Hallo. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Ja, ist doch kein Problem. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. So, ja, das reicht mir, sage ich jetzt mal hier im Groben und Ganzen. Wo sind ihr, sind hier meine Sachen drin? Oh nein, ich muss jetzt alles anklicken. Alles nehmen. So, ne? Muss ich hier jetzt erstmal mich wieder sortieren. Nein, 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 nein. Das brauche ich noch. Das kann weg. Kann weg, kann weg. Hallo, Schwarzklinge, ne, behalten. Muss ich hier einmal kurz leider durchgehen, weil ich hier scheinbar nichts mehr tragen kann. Doch, jetzt kann ich wieder Sachen tragen. Amulett von Akatosh. Nein, das wollte ich nicht. Oder welches hatte ich nochmal? Egal, erstmal jetzt hier gucken. So, Elfen der Zerstörung kann weg. Elfenpanzerhandschuhe können weg. Elfenrüstung kann weg. Und Elfenstiefel kann weg. Festliche Kleidung ist relativ. So, ich habe das hier gleich alles. Ganz kleiner Moment noch. Halskette der Magiker steigert Magiker um 40. So eine Halskette kann ich anziehen. Holzmaske wollte ich nicht. Großes wollte ich auch nicht. Magierdiadem Morokai wollte ich. Magierdiadem wollte ich auch nicht. Nachtigallhandschuhe, ja. Nachtigallrüstung, nein. Nachtigallstiefel, ja. Otar, nö. Ring der Magiker, jo. Steigert Magiker um 50. Oh, Savos Amulett. Wobei, gleich ziehe ich doch eh wieder das andere Ding an. Egal. Vulkanglashelm, nein. Vulkanglashandschuhe auch nicht. Aber die Rüstung hätte ich gerne. Und das Schild hätte ich gerne. So. Jetzt muss ich wieder halbwegs normal aussehen. Ja. Ich meine, klar, jetzt hier. Oh, ich schwebe in der Luft.
Die Handschuhe und die Schuhe passen da jetzt nicht zu. Aber alles in allem mit der Maske und so und dem Gold und dem Vulkanglaskran, das sieht ja schon richtig geil aus. Aber wo war denn das zusammengefügte Amulett jetzt? Wo ist das? Wo ist das? Kann ich nicht so ein Diadem immer tragen oder ist das dann, ist dann meine Maske weg? Ist dann weg meine Maske, ne? Dann sehe ich mehr aus wie so ein Spinner. Ja, ist auch kacke. Na gut, gehe ich hier nochmal kurz durch. Nein, 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 nein. Was ist das? Steigert die Gesundheit, Magiker und Ausdauer jeweils 30. Doch, hier, Galdus Amulett. Das ist es doch. Sehr schön. Hier ist Morokai, auch ausrüsten. Dann haben wir das doch jetzt alles nochmal nachträglich geklärt. Einen Ring können wir tragen, das ist der Ring des Magikers. Richtig. Namiris Ring brauche ich nicht. Was habe ich schon mit der Ausdauer zu tun? So, haben wir es jetzt auch nochmal geklärt. Das brauchte ich auch nicht mehr. Ah, oh, war es jetzt schon wieder zeitaufwendig. Bloß weg hier. Braucht ihr etwas? Nein, noch red doch nicht immer so viel mit mir. Ist immer nervig. Man muss nur einmal hier vorbeigehen. Hier texten sie einen hier von jeder Seite zu. Regnet, blitzt. Ich könnte rein theoretisch, wenn ich ehrlich bin, mal wieder so ein kleines Drachenkämpfchen gebrauchen. So als Aufmunterung, Aufheiterung, sage ich mal. Aber naja, gucken wir jetzt mal nach. Was machen wir als nächstes? Ich meine, das muss hier jetzt erstmal nicht sein. Ungewöhnlich hatte ich schon. Pelgrins Flügel im blauen Palast. Das können wir doch einfach mal machen. Der Geist des Wahnsinns. Hört sich gut an. Meiner Meinung nach. Sonst, wenn ihr das blöd findet und ich soll die Hauptquest weitermachen, schreibt es bitte in die Kommentare. Oder einer schreibt sie, einer likens. Wäre noch tausendmal simpler. Aber ich wüsste jetzt nicht, was hier jetzt gegen die Quest spricht. Hört sich doch relativ witzig an. Außerdem waren wir da vorhin eh erst oben. Und jetzt längere Zeit nicht mehr, haben da ja noch nie großartig irgendetwas erledigt. Und wenn wir doch da sind, kann man das doch mal machen. Wobei ich dachte anfangs, der blaue Palast wäre damals die Diebesgilde. Die Magiergilde. Wenn ich mich noch richtig zurückerinnere. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft. Blöb. Blöb, blöb, blöb. Sehr. Blue Palace. Sehr schön. Oh, ist doch klasse. So, 7 Minuten. Ich habe auch hier schon wieder ein bisschen zu viel Zeit vertrödelt. Tut mir leid. Ah, Farkas. Sieht aber auch geil aus. Also, Farkas, das muss ich dir echt lassen. Schnieke, schnieke, schnieke. Sollte ich hier nicht... Nee, einfach nur reden. Ja, dann machen wir das doch mal. Komm her. Falk, Feuerbart. Bitte unterbrecht das Gericht nicht. Dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche oh, und Licht. Seht ihr das? Oder ist das der Blitz? Jemand muss der Sache nachgehen. Hä? Ja. Bitte unterbrecht das Gericht nicht. Bitte unterbrecht das Gericht. Ach Quatsch, ich hab nur... Achso, wollte ich schon sagen. Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubisch. Hallo! Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Ja, Mann, tut mir leid. Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk? Oh, ich war gar nicht gemeint. Man all das auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen das riecht nach Arbeit. Sehr schön. Sich um hier. Hier. Ihr könnt wegtreten. So. Ich will. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? So. Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfsschädelhöhle braucht. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Ich mach das. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemacht. Hallo, ich hab doch schon gesagt, dass ich das mache. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere. Ja, klar. Oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Ja, dann sofort. Mache ich das doch sofort. Und warum heißt sie Wolfsschädelhöhle? Hat das irgendwie einen Grund? Die Höhle hat eine finstere Geschichte.
Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Ja, das riecht doch schon mal gut danach. Totenbeschwörung ist doch geil. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Tut es, Mann. So, ja, das mit den Penguinsflügel kläre ich dann jederzeit zurückkommen, wenn später. Der blaue Palast ist ein offenes Forum. Was? Ja, das ist mir schon klar. So, Wolfschädelhöhle, Geist des Wahnsinns. Ich denke mal, ich muss hier, denke mal, 2-3 Aufträge für die anderen erfüllen, dass ich dann in den Penguinsflügel komme, damit die dann mein Vertrauen haben. Beziehungsweise ich deren Vertrauen habe, die müssen mir ja nur vertrauen. So rum. Sollte durchaus machbar sein, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, wo müssen wir hin? Ah, hier hin. War ich hier nicht schon mal? Witwenwachtruinen? Ja gut, einfach mal hin, da, wenn ich da schon mal war. Oder ist das der Turm von vorhin? Nein, ne? Nein, Quatsch. Nee, der war woanders. Der war weit viel weiter links. Nein, es ist doch der richtige Turm. Mensch. Jetzt muss ich hier irgendwie. Oh, oh. Jetzt hört sich gerade ein bisschen nach Drache oder so an. Dann hat sich das ja geklärt. Muss ich hier jetzt irgendwie hochkommen? Irgendwie. Doch, nach Drache. Ich wusste es doch. Wurde jetzt eigentlich Weapons Night... wurde hier jetzt eigentlich alles gespeichert? 1, 2, Eichenhaut, 3, ne, muss ich kurz machen. Objekte, wo ist denn hier meine Waffe? Nein, 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 nein. Ach, der ist doch ganz unten, Mensch, das muss ich doch mittlerweile mal wissen. Und Nachtigallenbogen natürlich auch, die sind sogar schon als Favoriten eingetragen. Dann wird irgendwo hier hoffentlich auch mal meine Waffe rumflitzen. Aber leider ist hier gerade gar nichts. Frostheilung, doch. Streitkolben von Oma Molag Ball 1. Und als 2 Vulkanglasschild. Und als 3. Na komm, wo ist sie? Wo ist der Bogen? Ne, sehe ich gerade nicht. Ach, hier ist er doch. Warum ist er denn unter Waffe eingetragen? Ah, blöd, blöd, blöd. Alles ziemlich blöd eingeteilt. Ich dachte auch mal, die Mod wäre cool, aber ich war irgendwie mal zu faul, sie wieder zu löschen, obwohl es so ein Klick ist. Aber es ist so, sage ich mal, typisch ich, um es mal so auszudrücken. Ich gehe auch schon wieder wahrscheinlich den blödesten Weg, den man überhaupt gehen kann. Ich guck mal kurz einmal auf die Karte. Ja, ist echt ganz schön blöd, was ich hier mache. Oh, Mann, ey. Mann, ich wollte einen Drachenkampf und jetzt greift er mich nicht mal an. Ist doch blöd. So. Komm, hüpf, 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 hüpf. Ich komme hier hoch. Ich gebe mein Bestes. Oh, ein Weg. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Oh Mann, ich will doch nur, dass er mich angreift. Was ist daran denn so schwer zu verstehen? Ich will. Ich sag ja nicht mal, oh nein, da kommt ein Drache. Soll mich bitte in Ruhe lassen, sondern ich will einfach direkt kämpfen. So, L. L. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, dann gehe ich jetzt einmal so rum. Es war jetzt blöd, aber was soll ich machen? Ich beeil mich, der Part ist eh gleich vorbei. Passt hier eh nichts Dolles mehr rein. Minute haben wir noch. Probiere ich jetzt einfach nur möglichst den Weg einmal entlang zu laufen. Ich hoffe, mir kommt jetzt kein blöder Gegner entgegen oder so. Und dann gehen wir doch einfach mal der nächsten Höhle auf die Spur. Ist ja das, was ich im nächsten Part schon angesprochen habe. Ich will mal wieder ein paar Höhlen erkunden. Bloß irgendwann wird auch dieses Spiel an seine Grenzen geraten. Ach ja, egal was passiert, ich werde für Skyrim jeden Download-Content, also DLC, auch wenn er Geld kostet, kaufen und Let's Playen, komplett. Komplett. Also werde ich dann erst machen, wenn ich mit allem durch bin, dann schnappe ich mir den ersten DLC, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten, bis ich einfach keinen Bock mehr auf dieses verdammte Spiel habe. Und er ist immer noch über mir. Was ist denn da los? Verfolgt er mich? Hat er irgendwie Bock auf mich? Oder was ist da los?
Na schön. Hä? Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus, wie einen Fisch. Sehe ich so aus, als hätte ich Geld? Nein, wohl nicht. Nun macht, dass ihr euch fortschert, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, danke. Mensch, kommt er hier aus dem Busch gelaufen? Was ist mit ihm schiefgelaufen? Ich pack dich gleich am Schwanz, mein Freund. Und ja, die Zweideutigkeit regiert die Köpfe. Naja, so. Dem Wechsel. Ja, bin ich schon wieder über 15 Minuten, ne? Weil er mich jetzt voll gelabert hat. Ja, glatt 30 Sekunden. Aber dafür bin ich jetzt gleich bei der Höhle und halte ich kurz davor an. Hier irgendwo müsste sie jetzt sein. Ist sie hier irgendwo? Oh! Mensch! Nein! So! Sehr gut! Hier müssen wir rein. Dann tun wir das doch, aber erst beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal!